Bilder aus dem Konfliktgebiet in der Ostukraine. Eigentlich sollen pro-russische Rebellen und Armee hier seit Wochen die Waffen schweigen lassen. Doch immer wieder wird geschossen und immer wieder werden dabei Menschen getötet. In der verworrenen Lage den Überblick zu behalten ist schwer. Drohnen aus Österreich sollen den Beobachtern der OSZE-Mission dabei nun helfen. An Bord haben die Camcopter getauften unbemannten Hubschrauber, Kameras, Radars und Sensoren. Sie können Informationen sammeln, etwa beim möglichen Beschuss eines Krankenhauses. Die OSZE hat damit sehr schnell die Möglichkeit, in diesen Radius von 200-400 Kilometern den Helikopter sofort hinzufliegen zu lassen und zu evaluieren. Ja, hier hat es Treffer gegeben. Die Treffer waren nicht signifikant oder Achtung, hier ist wirklich das Hauptgebäude getroffen worden. Offensichtlich sind hier Personen zu Schaden gekommen. Da geht es nicht mehr um Hörensagen, sondern um Fakten. Verlässliche Informationen aus der Luft sind vielerorts gefragt. Ein lukrativer Markt. Die Maschinen des Wiener Herstellers hier kosten mehrere Millionen Euro. Und sie stoßen nicht nur bei Flugschauen auf großes Interesse. Bei dieser Technologie gibt es die ganz kleinen, die wir in den Geschäften kaufen, um 5 Euro und damit im Zimmer herumfliegen, bis zu den ganz großen, die man aus der Berichterstattung kennen, die in Pakistan, die in Afghanistan über den Dörfern fliegen und hin und wieder jemanden töten. Alles dazwischen ist eine Drohne. Wir mit unserem unbemannten Helikopter werden auch als Drohne gesehen. Wo ordnet man uns ein? Sind wir bei den Guten, sind wir bei den Bösen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Die Hubschrauber-Drohnen hier sollen neutrale Beobachter sein, nicht mehr und nicht weniger.